Bilder von Gott. Manche denken beim Stichwort Gott sofort an Gott, den Schöpfer, der die Welt geschaffen hat und in seinen Händen hält. Ein großes Geschenk an uns alle. Andere denken dabei an Schutzengel. Sie verbinden mit Gott am ehesten, dass er uns Menschen beschützt und bewahrt. Für manche ist Gott so etwas wie eine Erste-Hilfe-Adresse. Sie wenden sich an ihn, wenn sie ihre Probleme nicht mehr alleine lösen können und wenn sie Unterstützung wollen. Manche stellen sich Gott als großen Kontrolleur vor, der alles sieht, was sie tun, und jeden Fehler notiert. Manche suchen ganz bewusst nach Gottes weiblichen Anteilen und wehren sich gegen ein rein männliches Gottesbild. Viele können nichts oder nicht viel über Gott sagen. Für sie scheint festzustehen, wenn es ihn überhaupt gibt, dann ist er weit weg, nicht spürbar, abwesend. Manche suchen sich für ihr Gottesbild wie in einem Buffet aus unterschiedlichen Vorstellungen das zusammen, was ihnen schmeckt und was ihnen am besten passt. In der hebräischen Bibel begegnen uns ganz unterschiedliche Bilder von Gott. Er ist wie ein strenger Richter. Der Herr ist mein Hirte. Der Herr ist mein Schirm und mein Schild. Als Christen und Christinnen sind wir eingeladen, auf Jesus zu schauen, wenn wir wissen wollen, wer und wie Gott ist. Jesus Christus sagt: Wer mich kennt, kennt den Vater. Dann lasst uns doch schauen auf ihn, Jesus Christus.